Heute an diesem wunderschönen Tag besuchen wir Reinhard Timpner in seinem Atelier und entdecken mal zusammen, was er hier so macht. Echt schön. Immer wieder schaue ich eine solche Skulptur, einen Teil von einer großen Olivenwurzel an und versuche zu erfassen, was bleibt, was ist das, was das Kernige ist, was sollte vielleicht weg, was sollte stehen bleiben. Und mein Bemühen ist immer wieder, so viel wie möglich dran zu lassen und nur so wenig wie nötig wegzunehmen. Es soll so viel natürlich gewachsene Skulptur da sein, so viel wie nur geht. Hallo Reinhard. Moin Simone. Wir treffen uns jetzt hier, um ein bisschen an Olivenwurzeln zu arbeiten. Ja. Und hier, komm mal her. Komm. Oh, ich kriege diese Wurzel keinen Millimeter bewegt. Wie schwer ist denn so eine? Wir versuchen das mal zusammen. Keine Chance. Was meinst du, wie viele Kilos wir hier gerade wuchten? Ungefähr 250 Kilo. Wow. Und wie lange hat sie gebraucht, um so zu werden? Die hat sicherlich 300, 350, 400 Jahre gebraucht, um so zu werden. Und wo? In Spanien, in der Nähe von Figueras. Nicht allzu weit weg von der spanisch-französischen Grenze in Richtung Perpignan. Wichtig ist, glaube ich, die Wurzel gleich anzufassen, um einen Eindruck zu bekommen. Ich kann auch gar nicht anders. Und jetzt ist hier neben eine, die ist bearbeitet. Jetzt fühl mal von darüber hier hinüber. Oh ja, ein Riesenunterschied. Schau mal, ich drehe diese Wurzel auch nochmal in eine andere Position. Ich sage immer Wurzel dazu, obwohl es ist, finde ich, genauso gut eine Skulptur. Es ist schon eine Kostbarkeit. Von der Wurzel zu dieser Wurzel ist es ein langer Weg, es ist viel zu tun. Und hier ist jetzt noch etwas Spezielles zu tun, nämlich zu schleifen mit Schleifpapier. Und hier habe ich jetzt 120er Korn. Für mich, darf ich? Für dich, ja, bitte. Und jetzt bitte ich dich mal hier drüber zu schleifen, sodass die Maserung so ganz schön und fein sichtbar ist. Okay. Ja, ich würde sagen, meine Entdeckungsreise fängt ganz toll an. Ich durfte sofort an der Skulptur mitarbeiten mit Schleifpapier. Wenn man nur zuschaut, kann man, glaube ich, noch nicht wirklich verstehen, wie angenehm sich das anfühlt. Das ist einmal das Material, was sich verändert, die Grobkörnigkeit, es wird immer feiner. Aber wenn man mit der Hand so ganz flexibel über dieses Holz streicht und wirklich jede Kuhle und jeden Hubbel und jede Unebenheit mitbekommt, das hätte ich nicht gedacht. Das ist toll. Ich finde das Olivenholz und dabei speziell die Olivenwurzeln so ganz, ganz interessant. Also wenn ich sehe, wie eine Eiche gewachsen ist oder eine Eichenwurzel oder eine Birke oder eine Kiefernwurzel, dann entdecke ich da mehr oder weniger immer wieder die gleiche Gestalt. Bei den Olivenwurzeln ist es immer ganz anders. Das ist das Brandzeichen Moto, ein japanisches Zeichen. Es bedeutet Wurzel eines Baumes oder Ursprung einer Quelle. Und dieses japanische Zeichen hat mir Peter Treu 1994 einmal in, ich glaube, Speckstein war das, in Speckstein geschnitten. Und von dem Zeichen, das ich dann auf Papieren hinterlasse, ist dann dieses Zeichen entstanden.
Jede Skulptur, die ich gefertigt habe, wird damit ausgezeichnet. Ich habe ein Zeichen gesucht, das nicht so aufdringlich ist, das eher für sich selber bedeutsam ist. Also mein Namenszeichen, also eine Abkürzung oder so, das wäre mir zu wenig gewesen. Wie schön, dass Herr Peter Treu und ich uns 1994 in Hamburg getroffen hatten. Es ist ein ganz besonderer Moment für mich, diese Wurzeln, diese Skulpturen einzuölen, weil sich dann erst richtig zeigt, was da alles drin steckt. Vorher habe ich eigentlich davon gelebt, dass ich geträumt habe, wie es wohl aussehen würde. Aber jetzt kriegt das Ganze eine Realität. Ich muss dann immer wieder zur Realität aufwachen. Man findet sowas Elementares wieder. Also Feuer ist zum Beispiel eines. Oder fließendes Wasser. Finde ich, sieht man auch immer wieder in so einer Wurzel. Nach langem Ausprobieren habe ich den Weg gefunden zu dem Tungöl. Das ist ein Öl, das sehr wenig gilbt. Ein Öl, das aushärtet. Ganz im Gegenteil. Also jetzt zum Beispiel zu Olivenöl. Olivenöl schimmelt nach einiger Zeit. Damit kann ich eine solche Skulptur überhaupt nicht einölen. Nach kurzer Zeit würde die Skulptur sehr, sehr unansehnlich werden. Ja. Stellen hat Reinhard mir überlassen. Ich versuche alle zu erwischen. Ja, dann hier. Bei dieser Skulptur gleite ich innerlich nochmal so zurück in die Vergangenheit. 1993 habe ich mit dieser Wurzelarbeit angefangen und habe seitdem sehr viel Wandlung in meinem Leben mitbekommen. Mein Denken, mein Verhalten, vieles hat sich verändert. Und ich kann sagen, dass ich durch die Wurzelarbeit selber geformt worden bin. Die Wurzel hat eine Eigenart, jedes Stück hat eine einzigartige Form und ich sehe immer wieder, dass ich zu meiner eigenen Form, zu meiner Einzigartigkeit hinkommen muss. Die Wurzel hat das von sich aus schon drin. Ich als Mensch habe immer noch einiges zu lernen. Ich habe vor allen Dingen zu lernen, was ist Einzigartigkeit ohne Egoismus. Ich glaube, das ist so etwas ganz, ganz Wesentliches, was ich dabei gelernt habe. Ja, Reinhard, ich bedanke mich recht herzlich. Das war ein sehr lebendiger Eindruck, hat ganz großen Spaß gemacht, auch mal selber mit Hand anzulegen. Vielen Dank. Ja, danke auch. Ich habe einen schönen Eindruck bekommen, wie du an dieser Wurzel gearbeitet hast, den Formen so gefolgt bist mit deinem Zeigefinger und dem Schleifpapier. Ja, also ich sehe schon, du wirst da wohl weitermachen, ne? Tschüss. Tschüss. Auch wenn Sie nicht so hautnah dabei sind wie ich jetzt gerade bei den Wurzeln, hoffe ich, dass Sie doch einen total super Eindruck bekommen haben von Reinhard Tippner und seinen Wurzeln. Ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das Fieber hat mich gepackt. Ich werde mich auch mal einer Wurzel widmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.